Die letzten Atomkraftwerke in Deutschland sollen eigentlich bis 31. Dezember abgeschaltet werden. Doch die Energiekrise hat die Debatte um ihren Weiterbetrieb neu entfacht. Laut der Einigung zum Atomausstieg sollen alle Atomreaktoren in Deutschland bis zum Jahresende abgeschaltet werden. Die letzten drei Kraftwerke in Betrieb sind Emsland, Isar 2 und Neckar-Westheim 2. Aus Sorge vor einem Stopp von Erdgaslieferungen aus Russland werben insbesondere Union und FDP dafür, die letzten Atomreaktoren weiterlaufen zu lassen, zumindest für eine begrenzte Zeit. Damit soll Gas eingespart werden, das ebenfalls zur Stromerzeugung eingesetzt wird. Atomkraftwerke erzeugten im ersten Quartal 6% des in Deutschland verbrauchten Stroms. Mit Gas wird 13% erzeugt. Gaskraftwerke spielen jedoch durch Kraft-Wärme-Kopplung auch eine erhebliche Rolle bei der Heizung für Haushalte und Industrie. Atomkraft hat dagegen für die Wärmegewinnung schon bauartbedingt kaum eine Bedeutung. Technisch müssten für einen Weiterbetrieb über den 31. Dezember hinaus entweder schnell neue Brennstäbe beschafft werden oder die Reaktorleistung müsste reduziert werden, um deren Lebensdauer zu strecken. Die von den Grünen geführten Ministerien für Wirtschaft und Umwelt sind gegen einen Weiterbetrieb der AKW. Eine Laufzeitverlängerung verursache hohe Kosten, leiste aber nur einen sehr begrenzten Beitrag zur Lösung der Energiekrise, heißt es. Energiekonzerne zeigen kein Interesse an einer längeren Laufzeit. Sie verweisen auf Probleme bei der Beschaffung von Brennstäben und ungeklärte Fragen zu Sicherheit und Haftung.